Und dann schalten wir noch mal nach Wolfsburg und sind hoffentlich verbunden mit Silke Rottenberg. Ja, Silke, ich sehe dir das Entsetzen immer noch an, aber jetzt so ein bisschen mit ein bisschen Abstand. Man steht ja, wenn man Co-Kommentatoren oder Co-Moderatoren ist, auch so ein bisschen noch unter Strom direkt nach der Partie. Jetzt mit dem kleinen Abstand, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Kontakt. Was würdest du sagen? Was war der Hauptgrund, dass man es heute nicht gepackt hat? Ja, der Hauptgrund war einfach, dass man gegen eine sehr starke japanische Mannschaft gespielt hat, die es verstanden hat, die deutsche Mannschaft wirklich in die Bedrulle zu bringen. Und ja, die deutsche Mannschaft konnte ihr Spiel nicht aufziehen. Und Silvia Neitz hat ja selber gesagt, es kommt eben darauf an, wenn man wenn zwei Spitzenmannschaften gegeneinander spielen, auf Kleinigkeiten, auf Nuancen. Und da haben wir einfach gesehen, dass die Japaner ja der deutschen Mannschaft heute den Schneid abkaufen konnten. Haben Sie die Japanerin vorher unterschätzt, wie vielleicht viele, vielleicht nicht Insider, aber dann doch viele Menschen, die gesagt haben, Japan, guck mal, die sind schon so klein, da werden wir doch mit Kopfballspiel gewinnen, da braucht man doch nur hoch ins Toreck zu schießen. Also haben Sie das Gefühl gehabt, dass man die ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat, obwohl sie, wie Sie ja gerade sagen, Nummer 4 in der Welt sind, obwohl sie schon gegen auch in ihren Gruppenspielen sehr, sehr starke Eindrücke hinterlassen haben? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es gibt bestimmt viele Menschen, die sich jetzt für den Frauenfußball interessieren und begeistern, die mit Japan vielleicht noch nicht wirklich was anfangen konnten. Aber wer sich wirklich mit dem Frauenfußball beschäftigt, der weiß ganz genau, dass Japan eine sehr starke Nation ist. Und auf dem 4. Weltranglistenplatz steht man nicht einfach von alleine. Silvia Neid hat ihre Mannschaft sehr gut eingestellt und auch die Mannschaft selber wusste das, ohne die Einstellung von der Trainerin. Was Japan eben leisten kann, dass sie einfach quirlig und schnell sind, dass sie aus zwei kompakten Abwehrreihen spielen und dass man sie einfach nie aus dem Auge lassen darf. Also von daher unterschätzt hat die deutsche Mannschaft, die Japanerin auf gar keinen Fall. Und das hat man aber auch, glaube ich, heute auf dem Platz eindeutig gesehen. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass die unglaubliche Laufbereitschaft und Einsatzbereitschaft der Japanerin war. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, die stehen da zu 12 gegen 11 Deutsche. Fehlte manchmal auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Struktur im Mittelfeld, der sogenannte tödliche Pass. Fehlte da so eine Renate Lingor, eine klassische Spielmacherin, die so das Näschen dafür hin. Wo spiele ich hin? Ach, ich würde sagen, dass die Mannschaft einfach individuell sehr stark war. Nur heute hat es einfach vielleicht in den Nuancen wirklich nicht geklappt. Dann, wenn der Pass nach außen gespielt werden sollte, ist er vielleicht mehr durch die Mitte gelaufen. Dann, wenn man einfach vielleicht mal schießen sollte, hat man den Pass dann nochmal gespielt. Also diese kleinen Momente, die haben wir einfach in dem Spiel verpasst. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir auf Spielerinnen zurückgreifen müssen, die irgendwann mal in der Nationalmannschaft gespielt haben. Wir haben eine starke Mannschaft gehabt, aber die Mannschaft hat es individuell einfach heute nicht geschafft, obwohl sie alles gegeben hat. Also man darf keinen Vorwurf machen. Da war unheimlich hohe Laufbereitschaft, über 120 Minuten auf Japan-Seite wie auch auf der deutschen Seite. Ja, und es hat nicht sollen sein. Die Frage mag vielleicht ein bisschen zu früh kommen. Dennoch, da Sie ja auch an die Zukunft denken der deutschen Mannschaft, haben Sie das Gefühl, dass nach dieser Weltmeisterschaft es einen Bruch geben wird, einen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Generationswechsel? Oder wird Silvia Neid im Wesentlichen mit dem Gros dieser Mannschaft dann die nächsten Ziele angehen? Also ich glaube, jetzt muss jede Spielerin einfach selber das Ganze verarbeiten. Gemeinsam, eben als Mannschaft, aber auch individuell. Das ist ein Erlebnis heute im negativen Sinn. Damit hat keiner gerechnet und die Spielerin mit Sicherheit überhaupt nicht. Die Trainerin ebenso. Von daher muss man das Ganze jetzt einfach mal sacken lassen, analysieren, auch mal ein paar Tage verstreichen lassen. Denn jetzt betrachtet man die Weltmeisterschaft von außen und muss doch irgendwo hinschauen. Und es wird aber sicherlich so sein, dass die ein oder andere ältere Spielerin sich schon genau überlegt, wie geht es jetzt weiter. Sollte sich die Mannschaft nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren? Das ist ja jetzt auch noch offen. Man muss einfach schauen, wie die Schweden spielen werden. Dann wäre natürlich da, ja, wären zwei Jahre dazwischen, wo erstmal eben kein großes Turnier ansteht. Und da wird schon die ein oder andere vielleicht doch nochmal zum Nachdenken kommen. Ah, wir können aber doch davon ausgehen, dass sich Deutschland dann doch möglicherweise für die Olympischen Spiele qualifiziert. Danke erstmal, Silke Rottenberg.